Sonnenaufgang scheinbar. Und einen Kran. Der Sprung ist machbar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich da oben, Ember haben will. So. Jetzt von ganz oben und... Bam! Okay, so, jetzt brauche ich Rhyme hier. Okay, das war cool. Das war mega cool. Holes had been blasted through the cave. In rage, they now knew. To destroy the mines. Destroy the ore, perhaps. But the source of the rage, they did not know. Hm. Ich würde sagen, diese Höhle ist aber auch eine gute Stelle, um eine weitere Aufnahmepause zu machen. Nach einem kurzen Cut geht's weiter und dann finden wir hoffentlich heraus, wie wir an den Schal da oben kommen. Sieht ja ganz gut aus bisher hier. Geht sofort weiter. So, weiter können wir... Wir können weiter fortschreiten. Ich glaube, gestern müsste keine Folge gekommen sein, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Das tut mir sehr leid. Es ist Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren und es ist Chaos. Absolutes Chaos. So. Wir wollten diesen Schal da oben haben. Wenn ich Ember da drauf kriege, kann ich sie durch rüber explodieren lassen. Kann ich Ember darüber springen? Sie einfach hier an den Rand stelle und... Wow, das hat sogar geklappt. Cool. Okay, das hätte ich nicht gedacht. So, jetzt müssen wir das mit dem... Ich will nur noch darüber kommen. Jo. Nice. Ich hoffe, ich komme jetzt auf der anderen Seite einfach wieder hoch. Ja. Ich muss übrigens gerade sagen, der speichert die Position nicht, an der man als letztes war. Und ich muss dann immer den ganzen Bereich bis hierhin vom Schloss wieder abfliegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik wieder lauter geworden ist. Keine Ahnung wieso. Naja. The mining efforts had not reached here. The faint traces of ore in the rocks shrieked at them. The vibration menacing. Ja, ich glaube, wir treffen gleich unseren Drachenfreund wieder. Nee, was ich gerade sagte, ist, wir haben schon einen ziemlich langen Weg hinter uns hierhin. Ich weiß nicht, wie viel hier noch bleibend ist. Okay, das hilft mir nicht. Aber da ist ein Schal. Kann das sein... Kannst du mich darüber buxieren? Nee, das bringt mir nichts. Oder? Nee, ne? Hm. Also rein technisch muss ich... Ah ja, da hochkommen. Ah, ich weiß, was wir machen müssen.
müssen Ember da in die Ecke stellen und sie dann beim Runterfallen zum Schal rüberspringen. Ich hole mir mal ganz kurz das Ding hier. Okay, passt auf. Das wird toll. Bam. Conflict had made its home in this world, and they did not like it. They both wished to leave it behind. So. Also die KI hat ihre schlauen Seiten, aber manchmal ist sie ein bisschen doof. Ihr beide haltet schön Abstand voneinander. Wow. Ich wünschte, sie hätten ihre Stäbe noch. So, ich kann Ember hier hinstellen. Ich glaube, ich weiß, wie es funktionieren könnte. Ich muss mit Rhyme... Ich muss das mit Ember machen. Okay, ihr beide müsst mal kurz Plätze tauschen. Kriegt er hin, ne? Es ist so lästig, dass sie mal auseinanderfliegen. So. Nope. Ich hab das daneben gemacht. Ah ja, so. So, und jetzt kann Ember kann nämlich durch das Wasser durchlaufen. Und dann können wir... Kennt noch einer dieser alten Flash-Spiele, wo man irgendwie mit so einem Yeti-Pinguine durch die Gegend schlagen musste? It seemed they could only succeed by driving the other away. Ja, noch habe ich es nicht geschafft. So. Hep. Ne. Yeah. Perfekt. Ja, wir haben nur einen einzigen Stern verpasst hier, ne? Nur einen Schal. Bisher. Oh, und ich glaube, hier ist Ende. Es geht nämlich nicht zurück. Na, Drache? Ein bisschen. The ancient king's road led to here, to the dragon. It blocked the way forward, as if in warning. Yet despite its fury, it did not strike them. Drache ist sauer. Der Drache ist ja irgendwie eine Luftnummer, ne? Er ist nicht wirklich drachig. The dragon gone, all was silent. The absent king's road continued, but the path looked fainter here, as if only a few, or one, had walked this far. Wenn nur einer bis hierhin gekommen ist, dann hat er eine ziemlich schöne Tür hinterlassen. As they touched the doors, they felt the charge between them dissipate. But the echoes of the oar's power and the memory of their feelings did not. Hm. Ist es egal, wer in welche Tür geht? Finde ich ja gut, dass wir uns noch wegsprengen. Okay. Nein, ich wollte nicht wieder reingehen. Das ist auch gut. Jedes Mal, wenn man in diese Welt hier reinspawnt, fliegt man durcheinander. Also ich wollte aber wissen, wir haben jetzt nicht mehr die Fähigkeit zu sprengen.
Wir haben auch nicht mehr die Fähigkeit, diese Barrieren zu machen. Wieder gar keine Fähigkeiten. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die nächste Tür finden. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, aber hier rechts fehlt uns auch noch eine Schnellreisestation. Despite the castle's emptiness, the presence of the other helped buoy their spirits. The half-finished works about the castle were all around them. The absent king had forsaken the castle long before the elements had claimed it. Warum kann ich mich da dranhängen? Ah, ich kann... Ah, okay. Verdammt. Emma, du hast alles versaut. Okay, ich muss irgendwie wieder da hochkommen. Kann ich nicht das Ding hier benutzen? Nein, das bringt uns irgendwo anders hin. Ah, ja, das sieht gut aus. Nein, halt, ich will hier aussteigen. Warte mal. Ich brauche den anderen auch hier unten. Wie kriege ich beide darunter? Was passiert, wenn ich Emma hier drunter stelle und loslasse? Ah, sie hält's auf. Ist das gewollt, dass ich das kann? Weiß es nicht. Aber wir haben einen Schal im Schloss. Hier fehlen uns auch noch viele. So, was ist hier für eine Tür? Das ist die Endtür. Guck mal, wir haben es sogar schon fast geschafft, die zu öffnen. So, da waren wir schon drin. Wo war noch eine? Durch diese komischen Türen im Hintergrund können wir nicht durch. Hier ist eine Tür. Ist das die nächste? Naja, ich glaube, die Reihenfolge ist aber auch egal, in der wir das machen. Ich bin dafür, wir gehen hier jetzt einfach rein. Das ist der höchste Punkt des Schlosses. Vielleicht können wir fliegen. Die Höhlen der Erinnerung. Was? Ich habe so eine Doppelbarriere. The cold and warmth of their worlds felt fragile, delicate. Hi. Was kann ich damit machen? Das ist voll der coole Effekt. Wir müssen mal Plätze tauschen. Habe ich jetzt einfach nur eine genauere Barriere? They rose together, but it never felt more apart. Weil es jetzt so eine klare Barriere zwischen ihnen ist. Wow. Was ist das? Ich habe nur noch so eine kleine Bubble-Sonne um mich rum. At the bottom of the shaft, light like truth shone from a statue's eyes. In its gaze, their worlds constricted about them. Aber wir können immer noch nicht zusammen. Das sieht ja komisch aus. Was mache ich jetzt hiermit?
sprenge ich mich nicht mehr auseinander. Also ich kann das Ding unten halten mit ihm und jetzt einfach... Ach nee, warte, die Welt bleibt eingefroren. Ah. Okay. Das heißt, ich kann jetzt Sachen quasi einmalig aktivieren und sie bleiben dann so, wie sie sind. Okay, ich möchte jetzt erst einmal den Schal hier oben haben. Oder hier unten. Ich nehme beide. Okay, hier unten ist erstmal ein Schneeball. Also ein potenzieller Schneeball. So. Der müsste jetzt wieder runterrollen. Aber es reicht noch nicht, um da hochzuspringen, ne? Warte, ich glaube, ich muss den hier zu Ember stellen. Dann klein schmelzen, dass ich drüber springen kann. So. Jetzt kann ich nämlich einen ganz, ganz großen Schneeball rollen. Setze ich auch nur wieder auf den. Natürlich hängst du fest. Okay. Klettere da hoch. Nein. Einem stell dich nicht so an. Es reicht genau nicht. Oder muss der... Kann es sein, dass er doch irgendwie hier unten liegen muss. Dass Ember da drauf fallen kann. Okay, ich kann Ember auf jeden Fall hier hochfahren. Kann ich jetzt sie... Der Schneeball schmilzt gar nicht. Warte, er kann dies auch komplett manipulieren. Warte, kann ich dann vielleicht mit ihm... Na, verdammt. Ich versuche, Rhyme alleine hochfahren zu lassen. Ein großer Junge. So. Perfekt. So. Was passiert, wenn ich jetzt auch noch hier runterspringe? Habe ich mich gerade gesoftlockt? Ich glaube, ich stecke fest. Ja, ich... Warte, kann ich das vielleicht irgendwie ändern? Ja, ich glaube, ich setze hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn ich hier bin und nicht mehr raus kann. So. Schneeball ist weg. Wir können wieder was machen. So, also beide da rein. Ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass ich einen von denen alleine da hochfahren lassen kann. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich dann an den Schal ran? Ist es vielleicht doch möglich?
von dem Ding abzuspringen. Nee. Das kann ich komplett knicken. Ah, ich seh's. Wir müssen das hier runterfahren lassen. Okay, der Ball ist oben. Wir haben nur ein kleines Problem. Er ist ein bisschen geschmolzen. Ich glaube schon, dass der groß sein sollte, wenn der da runterkommt. Deswegen fahren wir jetzt ganz schnell Ember nochmal runter. Und Rhyme nach oben. Dann drehen wir den Ball da wieder auf Größe. So. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich komme an den Ball nicht mehr dran. So, du hoch. Na toll, jetzt ist der Aufzug wieder oben und mit niemandem drin. An Ember. So. Ist ja egal, wenn der Ball wieder klein ist. Nein. Alter. Auf wegzufahren. Will nur diesen Holzpflock hier draufhauen. So. Jetzt sollte es funktionieren. Warum auch immer der plötzlich so groß geworden ist, ohne mein Zutun. So. Tap. Das sieht nicht gut aus. Warum ist er nicht rüber? So. Jetzt schieb ihn rüber. Jawohl, endlich. Okay, der ist jetzt aber noch zu groß. Das heißt, wir müssen einmal Ember hochfahren. So, dann kann Ember den Ball nämlich zusammenschmelzen. Auf die richtige Größe. Und ein Stück. Das war zu viel. Der darf nur gar auf, muss ganz speziell abkühlen. Okay, wir versuchen das noch einmal. Ich glaube, wir haben es gelöst. Es dauert halt nur elendig lange. Letzte Vorbereitung und so. Schieb das Ding da hoch. Nein. Ah! Könnten die Dinger nicht ein bisschen weiter auseinander sein?
So, nach oben. Magisch größer werdender Schneeball. So, vielleicht funktioniert das ja, wenn ich den... Nope. So. Alter. Dieser Fahrstuhl. Jetzt muss ich nochmal hochfahren, aber dafür liegt das Ding jetzt in Position. So, fahre ihn hoch, er springe rüber. Okay. Wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir das mal anders. So, Ember muss hoch. Zack. Fahre er Ember nach oben. Es ist wieder eine Nuance zu groß. Oh, boah, aber gerade so. So, und jetzt müssen wir... Ryan nochmal hochfahren. Und weil Ember ja nicht auf dem Ball stehen kann. Und mein Gott, hat das lange gedauert, aber ich glaube... Jawohl. Ryan war still able to use the elements to call forth solutions from home. But it fell to Ember to make them work correctly. Da freue ich mich, dass das einen Dialog gegeben hat. Hätte ich mich sonst auch sehr geärgert drüber. Ember, bleib hier oben drauf. Ich fahre uns jetzt beide nach oben. Es hat nicht funktioniert, wie es sollte. So. Eben hat das auch geklappt. Ich wette, es gibt irgendeinen voll einfachen Weg hoch für uns beide. Ich bin nicht lang genug in dem Dings drin, ne? So, Ja, das reicht. Perfekt. Weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber für mich war das jetzt irgendwie die einfachste Lösung, um hier hochzukommen. Scheint auch richtig gewesen zu sein. They could feel the rumbling of platforms and tunnels below, shifting at the lantern's whims. So. Ich glaube, ich muss die beide runterfahren. Weil Ember kann ja nur nach oben, aber nicht nach unten fahren. Genau, beide runter. Boah, ich glaube, das Rätsel löse ich First Try hier. Der Rätselmeister hat wieder zugeschlagen. So, jetzt fährt Ember nämlich das hoch und wir sind da. Oh. Ja, so viel dazu. Verdammt. Ah, Moment, ich glaube, ich verstehe es. Ich muss erstmal wieder hochkommen. Ich krieg den da doch. Geht der da nicht? Kommt der da nicht wieder raus? Das wäre ein bisschen doof.
Ah, jetzt geht's. Okay. Was auch immer. So, ich muss das hier... Ich muss das hier maximal weit runterfahren. Ich will nämlich oben drauf stehen. Auf dem Ding. Obwohl, nee, Moment, oben drauf stehen bringt mir nichts. Kann ich hier oben drauf stehen? Ja, aber der Sprung ist trotzdem nicht machbar. Ich glaube, dann war das, was ich gerade gemacht habe, sogar schon richtig. Muss nur früh genug aufhören. So, ganz langsam. Balancing the lanterns provided a bridge across the chasm below. The scarf in hand, its weight was a reminder of the weight between them. Gathering the scarves no longer brought joy, only an increasing fear between them. Zack. Okay. Warum haben sie Angst voreinander, frage ich mich. Ich meine, sie haben doch alle in ihren Bubblen. Einzige Problem ist, dass die Welt ohne Sommer und Winter ein bisschen grau ist. Muss ich zugeben. Rhyme's chilling effect caused the platforms to invert. And the stair above them became a stair below. Warte, kann ich... Da oben gibt's doch garantiert etwas. Ember's touch had caused the stairs to stretch skyward. She watched Rhyme rise out of sight. The mechanism seemed constructed to divide them. So weit voneinander waren wir jetzt auch nicht weg. Die Welt hier ist so richtig trostlos. Ich meine... Though divided, they always found their way back to each other. The world clawed at them, the ore in the air swirling, coalescing into... chains. The ore had shackled them. The light and frost of their worlds shrank, captured in spheres. Warte. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich die Kette aufgenommen? Warum hat er eine und sie nicht? The spheres, the hearts of their worlds, dragged behind them, captured by the ore. Ah. Musste nur weit genug gehen. The statues were memorials, a queen and a king, forever separated. Ist die KI schlau genug, die Kugel? Nein. Okay. Wir haben Fesseln bekommen. Wow. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ah, ich glaube, ich verstehe. Nein, nein, nein. So, ich brauche meine Fessel. Weil die hat ja auch mein Element um sich rum. Jetzt lassen wir die hier runter.
Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Okay, wir brauchen seine Fessel. Hier unten. Ah ne, du musst dich jetzt da drauf stellen. Machst du deine Fessel weg. Du holst deine raus. Ah, guck mal, wir können sogar zusammen. Ember could feel the sphere of her world being pulled from beneath the ground. It wrenched at her, like a piece of her had been torn away. Es wird gerade ein bisschen düster. Das gefällt mir nicht. Ich will zurück in den Wald. Komme ich da oben hin? Müsste das Teil hier weiter... Eigentlich müsste das Teil weiter runter. Ah, oder so. Geht er hoch und sie schmeißt ihre Kette rein. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Das ist eine, also es ist eine geile Mechanik. The caves had worked to drive them apart. Now it seemed to encourage them to cast their worlds away as well. Was passiert, wenn sie die Kette abkriegt? Okay, da bildet sich auch eine Barriere. Das? Though they loved their worlds, neither wanted to be shackled to them. It was the first time they thought of their worlds as burdens. Verdammt. Okay, wie schaffe ich das? Wird hier direkt rausgezogen. Kriege ich Ember da hoch? Wie vielleicht? Müsste ich eigentlich, ne? Ja, ich habe es, glaube ich, einfach nur falsch rum gemacht. So, zack. So, du gehst hoch. Ja, weil Ember kann ihre Fessel nämlich ganz bequem hier unten reinhalten. Dann hier rüber. Ah, so wird ein Schuh draus. Beziehungsweise ein Schal. Okay, perfekt. This world, it was a hollow one. Whatever had lived here, it was absent now. Okay, ich weiß noch nicht, was das ist. With no ore in sight, they wondered at the purpose of the machines. The caves felt more like a grave than a mine. Kann ich mit meiner Kugel Sachen... Oh, okay, die kommt hier gar nicht durch, alles klar. Ich glaube, ich sehe schon, was wir machen müssen. Das bringt uns überhaupt nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide Kugeln hier unten brauchen. Bam.
So, du gehst rüber und Amber fährt uns wieder hoch und moins. It was a long way to fall, Amber thought. She turned her face from Rhyme's ghostly white light, so he would not see her fear. Excavating the ore had only created graves to fill. Mining the world had ended it. Was hat dieser Drache damit zu tun? The stone blocks had been shaped and carved not only to seal the caves, but to lock it in place. Someone had sculpted their own cage. The gate seemed built to seal the caves, containing whatever lay within. Ich muss beide darüber kriegen. Wie können mir hier die Dinger helfen? Ist das gerade gewollt gewesen? Ich glaube nicht. Hat es funktioniert? Auf jeden Fall. Ich back mich dann mal durchs Spiel durch, ne? The wooden supports for the stone blocks above looked as if they had been designed to collapse, burying the tunnel. Vielleicht ist das eine Welt gewesen, auf der diese Erze angekommen. The thin ramps of stone looked precariously balanced, yet held their weight without shifting. The plateaus of rock felt razor thin, yet held their weight without moving, as if the ground refused to give way for them. Sind so viele Wege wieder. Hey, da ist ein bisschen was Grünes. Wir dürfen mal eine Farbe sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann hier gar nichts machen. Komme ja nirgendwo dran. Hier können wir hochklettern. Ist das ein einziges riesiges Rätsel? Was passiert, wenn ich darüber reise? Ah, ich glaube, er hat seine Fessel wieder bekommen. Also wir sind nicht am... Doch, wir sind so gerade auf dem gleichen Bildschirm. So ganz knapp. Aber das hilft mir alles nicht weiter. Oder doch? Ich will eine Sache ausprobieren, die hätte ich im Trailer gesehen. Ich habe nämlich an irgendwie diesen Kugeln rumgeschwungen. Das klappt nicht. Jetzt hängt er da. Was macht dieses Rad da? Ich glaube, das könnte eventuell Rhyme helfen. Ups, das ist falsch. Ich muss runterfallen, nicht die Kugel. Okay, so viel dazu. Hi Rhyme. Bye Rhyme. Soll ich jetzt einen Witz mit Abhängen machen oder geht's noch ohne? So. Gib mich meinen Ball. So, diesmal schmeißen wir ihn nicht vor lauter Vorfreude runter. So, und Amber rollt jetzt... komm schon. Und jetzt bis zum Ende durch.
gehst jetzt darüber, dann lässt du los. Okay. KI hat getan, was sie sollte. So, wir haben oben irgendwie einen übersehen, ne? Bin ja so in diese Höhle reingefallen. Beziehungsweise, wo geht's überhaupt weiter? Geht's ja gar nicht nach rechts. Auch weiter zurück. Warum läuft er jetzt? Na, es kommt aufs Gleiche raus. So, was ich jetzt erstmal ausprobieren will, ist... Ich komme rüber, ne? Ja. Was ist das hier? Ich glaube, ich soll das hier machen. Okay, jetzt könnte ich... Ah, okay. Das hier soll einem quasi nur beibringen, dass man diese Bälle, sich auch an diese Bälle ranhängen kann. Bei einem steht da ein bisschen ungesund. Okay. Kann's loslassen. Nächster Schal im Sack. So, jetzt ist nur die Frage, wo geht's weiter? Und ich tippe drauf. Eigentlich hier oben.